Leute, 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 here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich sehr und weiter geht's mit Folge Nummer 8 der Bachelors und ich bin schon gespannt, wie es weitergeht, denn wir sind, ich glaube, eine Folge vor den Dream Dates. Also langsam geht's hier ans Eingemachte und ich bin gespannt, wer am Ende, ja, wahrscheinlich rausfliegt. Sagen wir es mal so. Wenn ihr die ganze Folge sehen wollt, checkt mal den Link in der Videobeschreibung und ihr könnt dort die aktuelle Folge der Bachelors immer eine Woche vor TV-Ausstrahlung sehen. Und yep, da habe ich heute noch eine Tagesempfehlung für euch, hat auch der Chefkoch gesagt. Wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, macht es auch sehr, sehr gerne. Ich würde sagen, wir steigen direkt rein und los geht's jetzt nicht mit dem Erwachen der Mädels um 14 Uhr am frühen Nachmittag, sondern direkt mit einem Gruppendate. Mit allen 8 Ladies, die jetzt noch da sind. Und wir werden heute einen afrikanischen Heiler kennenlernen, einen sogenannten Sangoma. Gibt es denn ein paar böse Geister, die bei uns raus müssen? Nee. Ja, bei mir wäre ich mir da nicht so sicher. Und da ist er wieder, der typische Dennis, immer mit einem Sprüchlein auf den Lippen. Und ja, ich lese das ja immer wieder in den Kommentaren. Das geht einem schon ein bisschen auf den Sack. Also teilweise finde ich es ja ganz erfrischend, muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal ist es auch sehr, sehr beklemmend, aber was man halt festhalten muss, dass das eben so unterschiedliche Typen sind. Also, finde ich gut gecastet. Macht irgendwie so ein bisschen Spaß, auch wenn es teilweise sehr, sehr cringe ist. Als ich die Räucherstäbchen gesehen habe, habe ich dann gesehen, dass das was Spirituelles ist und ich dachte mir, geil, ich freue mich drauf. Ja, willkommen zu diesem sehr, sehr magischen und spirituellen Ort. Und das sieht man, erinnert mich ein bisschen, weil wir letztens über Horrorfilme gesprochen haben, an The Hills Have Eyes. Wenn da jetzt irgendwelche Leute aus den Hütten kommen würden, würde mich das nicht irgendwie überraschen. Aber ja, es ist ein sehr spiritueller Ort und heute machen sie eine sehr, sehr interessante Reise in die Vergangenheit, aber auch in die Zukunft. Hm? Ich bin sehr gespannt, wer sich darauf einlassen kann und wer sich vielleicht so ein bisschen davor verschließt. Keiner muss, jeder kann. I am a Sangom. There are a lot of spirits that are hovering around. Hey! 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 Und da muss man sich halt wirklich drauf einlassen. Ich bin jetzt nicht der spirituellste Mensch dieser Erde. Ich finde es aber tatsächlich sehr, sehr interessant. Sagen wir es mal so. Ich hatte sehr viel Respekt davor, was jetzt passieren könnte. Also der Kollege sorgt hier auf jeden Fall für Stimmung, macht da noch so einen Moonwalk vor den Leuten. Kann man jetzt nicht sehen, ich kann den perfekten Moonwalk. Leider nicht, aber ja, auf jeden Fall versucht er die schon mal so ein bisschen abzuholen, dass es hier jetzt gleich losgeht, dass man sich auch eben darauf einlässt und nicht die ganze Zeit am Rumkichern ist und das beherrschen die ganz gut. Ich glaube, es gab mal eine Staffel bei der Bachelorette, da haben sie sowas Ähnliches probiert und die Jungs hatten eher mehr Mühe, nicht da mitzumachen oder Teil von diesem ganzen Programm zu sein, sondern das Kichern irgendwie zu verstecken. We are going to do a bone reading. These are sets of bones. Be as open as you can so that we can get a lot of things from your life. Who wants to go first? Und alle waren so ein bisschen skeptisch, aber ich war so, oh ja, ich will. Kimi ist die Erste und ich bin mal gespannt, falls er irgendwas sagt, was ihr nicht passt. Und dann wirft sie wieder so einen Blick zu. Und mal gucken, wie er dann reagiert. Und ob er die Geister dann irgendwie aus ihr austreiben wird. Man weiß es nicht. The bones are saying that you are a giver, so much. You're giving, 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 but you never receive anything from these people. Yeah, I always want others to be happy. Yes, and then you start forgetting about yourself. True. Wait a minute, hat sie gerade wirklich gesagt. Ja, also in meinem Umfeld möchte ich wirklich, dass alle so happy sind. Ich frage mich, was Leonie dazu sagen würde. Wollte sie, Kimi, dass Leonie so happy ist oder ging es da eher um das Dissen und ein bisschen runtermachen? Nur mal so, in den Raum geworfen, zu den Geistern. Everybody is talking about you. You're always on people's minds. On my mind. On my mind, on my mind, ja. Und Katja, ich sehe sie tatsächlich in der Favoritenrolle. Das sind ja gar nicht mehr so viele und irgendwie war die Reise doch jetzt sehr, sehr schnell und es geht jetzt dann doch irgendwie sehr schnell vorbei, oder? We are in trouble. Ja. You are a person that brings a lot of smiles upon a lot of people's faces. The spirits are showing me that there is luck that is coming upon your life. I'm seeing that you are a person that's looking for a fancy car.
Mit anderen Worten will er sagen, bisschen oberflächlich, aber der haut hier einfach so Weisheiten raus und das hat eine gewisse Glückskeks-Atmosphäre, ohne das jetzt schlecht zu reden. Aber ja, ich bin mir auch sicher, das werden wir auch gleich merken, dass Jürgen hat ihn richtig gebrieft. Also der weiß natürlich einiges von den Kandidaten, was so in der Vergangenheit passiert ist, was die so machen und kann dann darauf eingehen. Ja, und dann kommt es aber trotzdem überraschend für die Kandidaten, weil die sich dann immer fragen, woher, woher? Und Jürgen denkt sich, it's just me. You need not to stress. The king is coming your way. You are like a lioness. Wear them with pride and never look back. Thank you. Ich war auch am Anfang irgendwie leicht irritiert, weil dann hat er irgendwie seine... Irgendwo hat er reingepfiffen. Yep, und wenn er pfeift, bedeutet das, es wird hier intensiver, denn er muss sich noch mehr konzentrieren. Und ich glaube, das, was er jetzt sagt, haben wir schon mal in Folge 1 von Nadja gehört. Es kam mir irgendwie ein bisschen bekannt vor, muss ich sagen. There was a guy that loved you so much, but you loved the other guy and then you left the guy that loved you. You took the wrong one. Und Jürgen so, das war die andere. Nein, und das stimmt, das war eine Geschichte, die hat Nadja schon mal mit uns geteilt. Weiß also auch Jürgen, dass sie damals eine Entscheidung getroffen hat in einer der letzten Beziehungen. Und da war sie sich so ein bisschen unsicher, weil sie jemanden verlassen hat. Und das hat sie, glaube ich, immer noch emotional ergriffen. Und er sagt dir das jetzt. Und ja, klar, wenn du da sitzt und dich darauf einlässt, das ist ja immer der Punkt. Wenn du das machst, natürlich haut dich das erstmal so um und denkst dir so, was? Und das stimmt. Und jetzt sagt er mir das nochmal, gib mir die Bestätigung für das, was ich eh immer gedacht habe. Ich glaube, das kickt nochmal anders. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob ich eine Entscheidung falsch getroffen habe. Und der hat mir das ja dann quasi bestätigt. Und das war dann halt sehr emotional. Ja, und ich glaube, hier ist der Schlüssel einfach, selbst wenn du nicht so sehr daran glaubst, du musst es einfach mal alles so von dir stoßen und dich darauf einlassen. Und dann ist es, glaube ich, schon eine spirituelle Reise, die sehr interessant für einen sein kann. Die Frage ist halt eher, möchten denn alle auf diese Reise geschickt werden? Gibt es jemanden, der es nicht machen möchte? Ja, ich. Okay. Weil ich glaube, ich emotional damit nicht fertig werden würde. Je nachdem, was da rauskramt. Und Larissa hatte es irgendwie alles andere als leicht. Irgendwie ihr letzter Typ ist irgendwie 8 Monate fremdgegangen, also war der Horror auf Erden. Und sie hat jetzt keinen Bock, das jetzt nochmal zu hören wahrscheinlich. Ich glaube, Larissa weiß nämlich auch, dass der Informationen hat und die hat gar keinen Bock, da nochmal drüber nachzudenken. Eventuell. Könnte ich mir vorstellen. Eine mit einem noch größeren Päckchen ist eben Eva und die ist jetzt dran. What is happening with my life? There's a lot of darkness upon your life. Is there somebody that is sick in your family? Who's sick? My mom died a few years ago. Als meine Mama gestorben ist, war das halt wirklich das absolut schlimmste, schmerzhafteste. Und Leute, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, also mir ging's durch Mark und Bein und es war wirklich sehr, sehr schlimm. Also das ist auch so eine Angst, die ich in mir trage und ich kann mir auch nicht viel Schlimmeres vorstellen, muss ich an der Stelle sagen. Und das ist schon harter Tobak. Dachte ich, ersticke. So schlimm war das. Boah, da ließ mir eiskalten Rücken runter. Ich hatte viele Tage, wo ich wählen musste zwischen Schatten und Licht. Und ich habe mich halt einfach bewusst immer für das Licht entschieden. Und irgendwann ist es halt dann einfach wieder hell geworden. Somebody out there is looking at you. And somebody out there is crying with you. So stop being hard at yourself and let go. Boah, und das ist eine ganz, ganz krasse Sache. Das meine ich. Wenn du dich darauf einlässt, dann kann dich das wirklich von den Socken hauen. Und das passiert ja auch. Und ich glaube, alle, die daneben sitzen, alle, die Teil von dieser ganzen Zeremonie, ich nenne es einfach mal Zeremonie sind, das gibt dir eine Gänsehaut, die du nicht vergessen kannst. Das war echt so ein Augenblick, wo ich dachte, wow, okay, das ist gerade hier ganz, ganz, ganz krass. Yep, so kann man es auf jeden Fall sagen. Und dann sind die Jungs dran, die müssen sich der ganzen Sache natürlich auch stellen. Und da bin ich gespannt, was für Informationen gestreut wurden und was eben der Meister zu den beiden Jungs sagt. The ancestors are saying that you are looking for the right woman. And the right woman might be here. Sometimes when the people come into your life, they come with a wrong intention. Whereby the ancestors are telling me that there's something great that is coming your way. Ja, ja, und auch diese Information wurde also aufgeschnappt. Die Information von Leonie. Wohl bemerkt, manche Leute haben ja falsche Intentionen und aufpassen. Aber eventuell ist die richtige hier unter den Frauen dabei. Ja, ein bisschen vage, aber es wird noch ein bisschen direkter. You need to make a decision and say to yourself that this is what I want for myself. Wie wenn
eine andere Stimme gerade durch ihn spricht. Jürgen. I'm seeing a woman that you were engaged with, but there were a lot of trust issues. Ja, das war krass, das war so ein bisschen erschreckend auch, weil ich gedacht habe, so, wow, okay, woher wusste er das jetzt? And you want somebody that you want to trust, but it's not easy for you to trust anyone. Ja, und unabhängig jetzt von den Jürgen-Späßen, ich glaube, es macht auch nochmal einen großen Unterschied. Erstens in diesem ganzen Setting, wenn das dann eine fremde Person zu dir sagt, eine neutrale Person, und dir dann nochmal diese Denkanstöße gibt, beziehungsweise das sind vielleicht auch Sachen, oder 100% sind das Sachen, mit denen du dich wahrscheinlich auch regelmäßig beschäftigst. Das kommt immer wieder in den Kopf hinein und du denkst darüber nach. Und wenn du das dann nochmal so hörst, ja, das macht, glaube ich, was mit einem. How can I get a peaceful mind and only attract one girl and that is enough for me? Und er stellt hier folgende Frage und das finde ich mutig und sehr, sehr interessant, weil das ist natürlich auch so eine Red Flag-Frage. Das könnte jetzt auch Yassin sein, der da sitzt. Manu, wann treffe ich endlich mal eine, bei der es mir reicht? Ich habe gar keinen Bock mehr, dieses Rumzu, ihr wisst schon. Und ja, es wäre cool, mal irgendwie anzukommen. Und ja, damit beschäftigt er sich auch, sagt ein bisschen was über ihn aus. Und so schätzt man ihn auch ein. Nicht, dass er ein kleiner Hallodreh ist, bestimmt irgendwie schon. Aber dass der halt, ja, der will das schon, aber er kann es nicht. Und die Frage ist, woran liegt das? Muss er sich noch austoben? Kommt es auf die eine Person drauf an? Wenn er wirklich die eine trifft, ist dann alles anders? Vielleicht. You need to find who you are at first. And then after finding who you are, you will know the right woman that you need to attract. But now you need to make that decision and say that, you know what, I'm letting go of all of this past. Also ich will auf gar keinen Fall das in meine neue Beziehung mit reinnehmen, dass ich Vertrauensprobleme habe, weil man jeder neuen Partnerschaft auch die Chance geben sollte, einfach bei Null anzufangen. Ja, und das finde ich auch. Finde ich auch. Ich finde, man sollte nicht zu viel, es ist schwer, das weiß ich natürlich auch, aber zu viel aus der Vergangenheit mitnehmen und dieses Päckchen dann sozusagen auf den neuen Partner übertragen. Und das passiert ja hier teilweise bei den Kandidaten, auch bei unserem Liebling Eva. Und da habe ich eben auch manchmal das Gefühl, vielleicht ist das zu viel. Auch wenn Sebastian das gerne annimmt und sozusagen die Hälfte von dem Paket gerne übernehmen würde. Aber ist das der beste Start? Natürlich muss man die andere Person kennenlernen und die Vergangenheit gehört ja immer zu einer Person. Das meine ich gar nicht, dass man das ignorieren sollte. Aber ich weiß schon, was hier der Meister, wie heißt das denn? Wie hat er sich am Anfang genannt? Weiß ich nicht mehr. Aber was der Meister hier sagt, das stimmt natürlich auch. Und gerade da ging es ja um die Vertrauensprobleme, dass du natürlich, wenn du in der Vergangenheit Vertrauensprobleme gehabt hast, dass du dann eben nicht das Gleiche machst bei deiner neuen Beziehung. Sagen wir es mal so. Aber was sagt ihr zu dieser Päckchensache, die ich angesprochen habe? Habe ich da teilweise recht oder nicht? Naja, so viel dazu. Dann geht es los mit den Einzelgesprächen. Und die erste, die sich Dennis aussucht, ist Nadja. Und fandest du es auf dich zutreffend? Ich fand schon. Fühle mich zu vielen Frauen immer angezogen. Und tatsächlich ist es auch so. Mhm. Ich möchte einfach auch mal wirklich, dass es genug ist und dass man mal zu Hause ist bei einer Person. Ich glaube tatsächlich, das merkt man, sobald man diese Person kennengelernt hat. Und ich glaube, tatsächlich ist es so, dass das auch ein Reifeprozess ist für einen Mann. Ich rede jetzt nur aus Sicht der Männer, weil ich das selbst wahrscheinlich irgendwie so nachvollziehen kann, dass du mit einem gewissen Alter, und das klingt ein bisschen traurig, dich dann doch immer weiter festlegen willst, dann natürlich auch schon Erfahrung gesammelt hast aus verschiedenen Beziehungen, dann auch besser zuordnen kannst, was dir wirklich wichtig ist. Und womit du zum Beispiel gar nicht klarkommst und deswegen irgendwann genau sagen kannst, hey, hier ist alles super. Hier bin ich zu Hause angekommen. Und das wünsche ich jedem Mann und jeder Frau, wenn man das erleben kann. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Gefühl. Aber vielleicht sehe ich es auch falsch. Das ist genau der Punkt, warum ich hier bin und an dem ich auch arbeiten möchte, weil ich möchte mich einfach wirklich in die eine Person verlieben und mit der wir wirklich was aufbauen. Irgendwie jeder braucht Bestätigung, das ist irgendwie ganz klar. Nur man muss halt so die Grenzen ja kennen. Und ich glaube, irgendwann lässt es auch nach mit der Bestätigung. Obwohl wir halt in Zeiten von Social Media leben, da geht's halt um die Likes, dass du Bestätigung bekommst. Natürlich ist das ein schönes Gefühl. Ich freue mich auch, wenn ihr sozusagen in meine Kommentare, ist jetzt ein dummes Beispiel, aber ein ähnliches, irgendwas schreibt, hey, das gefällt mir voll gut, wie du es machst, geil, mein Humor. Natürlich ist das etwas, was einem ein gutes Gefühl gibt. Aber ich glaube, es ist immer nice to have, aber irgendwann braucht man das vielleicht nicht mehr so sehr. Wilde These.
Heute befinde ich mich mal wieder im Spekulationsboot. Kann sein, dass ich mich ein bisschen nass mache, aber nur aufgrund des Meerwassers, möchte ich hier an der Stelle sagen. Da hoffe ich einfach, dass ich da einfach mal irgendwann sagen kann, hey, wenn mich meine Partnerin über alles liebt, dann bin ich glücklich. Ja, und da können wir gespannt sein, wie das weitergeht bei Dennis. Vielleicht ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt, vielleicht schon. Vielleicht ist die Richtige auch hier dabei, aber das würde man dann schon eher merken. Wenn wir jetzt nochmal alle durchgehen, ganz kurz. Ich glaube, bei Katja überzeugt ihn so komplett die Optik. Das ist eine hübsche Frau und ja, das ist dann so das, was er als erstes sieht. Die ist auch lustig vom Charakter. Ich glaube, da passt auch vieles, aber das ist das, was ihn am meisten reizt. Bei Rebecca ist es, glaube ich, einfach so, dass alles, das ist so ein Rundum-Wohlfühlpaket. Die ist sportlich, die hat ähnliche Interessen, die ist nicht gebunden, kann remote arbeiten, kann direkt ins Allgäu ziehen und alles perfekt. Ich glaube, bei Nadja, obwohl das jetzt so rüberkommt, die ist immer... Da, der findet die auch erotisch, exotisch anziehend, aber ich glaube nicht, dass es so weit geht. Und dann haben wir noch Lissy. Und Lissy, ja, ich glaube, die erinnert ihn, das hat er ja schon oft gesagt, so ein bisschen, hat er gesagt, an seine Ex-Freundin oder an die Frau von seinem Bruder? Ich glaube, das war so ein Mittelding. Ich hoffe, das ist nicht das Gleiche. Aber ich glaube, der findet die einfach süß, niedlich, von der Optik her, auch vom Auftreten her, so vom Charakter. Aber ich glaube, das ist dann schwierig. Wenn das wirklich einen charakterlichen Bezug hat zu Ex, dann glaube ich, dass sie es auch nicht wird. Das war jetzt mal ganz kurz runtergebrochen und ich habe wieder sehr, sehr lange darüber gesprochen. Aber so meine Einschätzung bei den 4 Kandidatinnen. Jetzt kommen wir zu Sebastian. Ich habe echt vor wenig Angst, aber dieses Emotionale und Gefühle, das ist schon etwas, was mir extrem Angst macht. Aber würdest du sagen, dass du sowas, wenn man einfach zu zweit und komplett alleine wäre, würdest du sowas dann besprechen wollen? Ja, also kommt natürlich auf das Vertrauensverhältnis an. Ja, und Larissa war die Einzige, die sich jetzt nicht darauf eingelassen hat. Finde ich tatsächlich so ein bisschen schade, aber für Sebastian ist sie, glaube ich, mit einer der Favoriten und ich weiß gar nicht, ob ich die super sympathisch finde. Das war doch auch die, oder täusche ich mich gerade, die hinter versteckten Kameras im Klo bei irgendeiner Nacht der Rosen gesagt hat, oh, diesen Dennis, ja, der hat mich so angeschaut, den will ich am liebsten fertig machen und sein Ego brechen. Und das zeigt sehr viel Charakter, muss man an der Stelle sagen, und ich meine das nicht positiv. Und wenn sie das war, ansonsten nehme ich das hier zurück, aber ich glaube, aus Sicht von ihm, das muss man ja auch immer differenzieren, ist die schon relativ weit vorne. Ich würde ihr wahnsinnig gerne das Gefühl geben, dass sie einfach sich fallen lassen kann, dass sie das Gefühl hat, dass sie mir alles erzählen kann, aber auch, dass ich vor ihr nichts verheimliche und dass wir einfach eine wahnsinnig offene Beziehung zueinander einfach haben. Und ich hoffe nicht, dass sie so berechnend ist und wie Messi jetzt da durchdribbelt und es folgendermaßen macht, dass die ganz am Ende sich dann doch öffnet, weil er ist ja schon begeistert von ihr und ihm dann noch damit so ein Zeichen gibt, das haben wir schon so oft gesehen, ah, okay, die öffnet sich jetzt voll und ganz und deswegen belohne ich das und deswegen gibt sie mir auch ein gutes Gefühl und ich will ihr ein gutes Gefühl zurückgeben, denn sie hat sich jetzt geöffnet. Oh, das wird genau die Geschichte. Die wird's dann am Ende. 100 pro. Würde ich meine Hand ins Feuer halten? Vielleicht kurz meinen Finger, aber... Ganz, ganz kurz. Er gibt mir das Gefühl, dass ich mich bei ihm fallen lassen kann. Und das gibt mir schon viel auf jeden Fall. Bei dem Kuss hat sich dann noch mal ein bisschen was verändert. Und ich will gar nicht wissen, wo sich da was verändert hat. Hätte er jetzt auch sagen können. Auf jeden Fall geht er dann zurück zur Gruppe mit ihr und schnappt sich, also Dennis schnappt sich direkt Rebecca und es ist schon sehr, sehr lustig. Er knutscht gerade mit Nadja, sagt kurz vorher, ja, also mein größtes Problem ist einfach, dass ich halt einfach, weiß ich nicht, ich finde so viele attraktiv und ich fühle mich nicht angekommen und weiß auch gar nicht, wie das geht. Und naja, jetzt ist er mit Rebecca auf der gleichen Treppe. Ich ziehe mich gerne mal zurück, ohne zu viele Augen. Fehlt dir was? Was? Ich wollte auch meine Zeit nutzen, ne, die ich mit ihm hatte. Und ich frage mich, was er dann dabei denkt oder einfach gar nicht so viel. Weil es muss ja schon ein interessanter Moment sein, dass er 5 Minuten vorher hat er kurz die Augen geschlossen beim Kuss und hat dann Nadjas Augen gesehen. Jetzt macht er wieder die Äuglein zu, sieht plötzlich Rebecca. Das erinnert mich an einen Film. Kennt ihr Vanilla Sky? Ist schon ein alter Film, aber den fand ich gut. Da geht es nämlich auch um so eine Verwirrung. Und Tom Cruise ist es, glaube ich. Ich liebe Tom Cruise übrigens. Und dann hat er, und plötzlich sieht er die andere, dann wieder die andere, dann wieder die andere. Und scheinbar hat mich das sehr fasziniert. Wir hatten da ein bisschen Nachholbedarf. Schauen wir wieder zurück. Und dann schnappt sich Dennis die nächste im Bunde und wieder auf die Treppe. Und blablabla. Nein, passiert nicht. Aber 2 hintereinander, kein Hattrick, aber immerhin. Machen wir. Wir fahren wirklich nur in der Hütte verschwinden.
bevor wir wirklich in der Hütte verschwinden. Ratatatata. Ja, man muss mit diesen Sprüchen umgehen können und ich kann schon verstehen, dass die für einige unangenehm sind. Und ich kann mir auch vorstellen, dass einige meiner Sprüche für andere unangenehm sind. That's life! Ha, ihr habt echt Gänsehaut. Bei Eva hat es mich auch fast zerrissen. Meine Güte, das war echt Herz. Boah, das war herzzerreißend bei der Eva heute. Das war ganz knapp davor, ey. Und dann macht er den typischen Dennis, aber die eine, die hat schon einen süßen Po. Aber hier, Spaß beiseite. Ich finde auch gut, dass die Jungs das jetzt hier nochmal sagen. Ja, es war herzzerreißend. Auch ein Moment, der hat mich komplett berührt und das war besonders. Wir sind heute hier auf einer Straußenfarm. Heute sind wir gut zu Vögeln. Eine Frage an euch. Wer den Humor von Dennis gut findet, weil man liest natürlich viel Negatives, die es lustig finden, schreiben das, glaube ich, gar nicht so oft rein. Schreibt mir mal rein, wer den einfach sympathisch findet von der Art. Würde mich ja echt interessieren, denn natürlich liest man viel Negatives, dass es cringe ist, kann ich auch verstehen. Aber findet da draußen jemand den auch so ein bisschen lustig? Vielleicht jetzt nicht das mit dem gut zu vögeln, weil das ist auch so ein Dad-Joke, aber... Hm? Schau, du Gauner. Ah! Ah! Boah! Yep, und man fragt sich jetzt, was macht der denn da auf der Straußenfarm? Naja, keine Ahnung, was er macht. Auf jeden Fall muss er das Date dann mit so einem abgebundenen Arm durchführen. Nur noch mit dem linken, weil er so hart verletzt wurde von dem Straußenbiss hier. Ich bin der Manu, ich bin von Dennis der Cousin. Ja, und ich bin der Daniel, ich kenne Dennis seit der 5. Klasse. Wir sind, Dennis ist einer meiner allerbesten Freunde. Denno! Nein! Und ich mag's und ich liebe es, wie die Buben hier strahlen. Und jetzt kann man natürlich sagen, is scripted. Aber ich finde, echt jetzt, er reagiert so, als ob er es nicht wirklich gewusst hätte. Und ich glaube, wenn ich die Produktion wäre, würde ich das auch so machen, dass er es eben nicht weiß, weil es ist viel, viel schöner, eine Reaktion zu bekommen, gerade von sowas Schönem, wenn es einfach live passiert. Wenn er es jetzt schon wüsste und Jürgen schreit so, in 5 Sekunden tippt er dich an, jetzt sind deine beiden Kumpels da, jetzt steht er direkt hinter dir, jetzt mach auf Surprise, Surprise. Weiß ich nicht, wäre komisch. Würde ich auch überhaupt nicht machen, finde ich nie gut. Das ist einfach ein Gefühl von Heimat, wenn du wieder da seid. Ja. Das war mit die schönste Überraschung, die ich bisher jemals in meinem Leben gehabt habe. Erzähl, wir haben 1000 Fragen. Und ich finde das gut, ich mag das. Ich finde das auch so witzig mit den Boys, wenn man sieht, das sind richtig gute Freunde und der hat hier Tränen in den Augen, als würde er hier vom Altar stehen und seine Braut kommt auf ihn zu, dabei sind das hier nur seine besten Homies und ist trotzdem schön. Und ich finde, das zeigt auch eine positive Seite bei Sebastian, dass ihm halt Familie, Freundschaft sehr, sehr wichtig ist und das finde ich gut. Ich muss auch mal was Positives sagen. Ich habe gerade die Zeit meines Lebens auf jeden Fall und ja, ich bin echt nochmal gespannt, was ihr zu den Ladies gleich sagen werdet. Ja, ich hätte gar nicht gedacht, dass es mich bei der einen oder anderen auch richtig emotional catcht. Also bist du richtig mal dabei. Wenn du einen guten Blick werfen wolltest, dann kannst du mal gucken, ob mein Geschmack gut ist. Und da kommen sie schon und das muss für die Mädels dann auch ein komisches Gefühl sein. Die denken so, hä? Die zwei kennen wir nicht, warum sitzen die da? Sind die von der Produktion, damit er nicht so allein ist? Die haben doch, Jürgen hat doch gesagt, wir sollen loslaufen. Wer ist das? Was zur Hölle ist hier los? Und wer eins und eins zusammenzählen kann, der weiß, die gehören zu ihm. Ja, im ersten Moment, ja, hab doch ein bisschen so die Knie gezittert. Guter Anblick. Sie waren auch sehr unterschiedlich. Die Begrüßung war super herzlich. Man hat richtig das Strahlen bei Dennis auch in den Augen gesehen. Und das stimmt, der fühlt sich schon wohl und der findet es, glaube ich, auch sehr, sehr cool, das jetzt mit den Kumpels zu teilen. Und lustig wäre es noch, wenn die Kumpels genauso drauf sind wie Dennis. Und, okay. Das wäre ein Cringe-Festival hier. Ich glaube, wer schon sehr in seine Richtung geht, optisch, war auf jeden Fall Katja. Die Jungs wissen auf jeden Fall, was mich beschäftigt. Ja, und auf welchen Typ Frau er eben steht. Und da ist Katja wahrscheinlich schon relativ weit vorne mit dabei. Wollen wir vielleicht mal zu zweit sprechen? Ja, klar, gerne. Perfekt, cool. Also, ich komme aus Wuppertal. Ich bin in Nürnberg auch aufgewachsen und bin dann vor 1,5 Jahren ungefähr mal nach Berlin gezogen. Würdest du sagen, dass du ein Familienmensch bist? Ja. Ich freue mich immer so, so sehr, wenn irgendwie was ansteht wie Weihnachten oder ein großer Geburtstag oder so und dann alle wieder beisammen sind. Das finde ich auch immer ganz, ganz toll. Alle, die diesen Channel schon länger verfolgen, die wissen, meine Familie wohnt in der Nähe von Frankfurt, ich ja in München. Und da sieht man sich jetzt auch nicht regelmäßig. Klar, es ist nicht super weit entfernt, aber gerade wenn immer diese besonderen Ereignisse stattfinden, wie Ostern, Weihnachten und dann noch mein Bruder aus London vorbeikommt mit den Neffen, wie auch immer, ihr wisst es, einfach das Schönste. Ist wirklich einfach das Schönste. Und ich glaube, die Jungs von ihm wollen jetzt auch so ein bisschen ertasten,
Wie sind die Mädels so bezogen auf Familie drauf, beziehungsweise auch vom Standort? Ich glaube, Dennis würde gerne im Allgäu bleiben, das habe ich auch schon mal gesagt. Und die würden jetzt gerne herausfinden, ja, wären denn die Mädels dazu auch bereit, ihren Standort, Lebensort zu verändern? Würdest du ins Allgäu ziehen? Grundsätzlich würde ich erstmal sagen, nein, aber ja. Ich habe mir das ja noch nicht angeguckt. Ja. Also ich bin halt sehr, also voll offen. Super schön, Berge. Ja, sag niemals nie. Also ich bin selbstständig. Okay. Theoretisch auch sehr flexibel. Ich glaube, auch Rebecca würde ich auch so einschätzen, dass die da Bock drauf hat. Und ich glaube, bei Nadja geht es auch viel noch darum, wo fühlt sie sich wohl? Würde sie jetzt einfach ins Allgäu ziehen, kennt da niemanden, alle Segel abbrechen? Das ist auch ein krasser Schritt und den muss man gehen wollen. Und ich schätze sie tatsächlich auch nicht so ein, weil die wahrscheinlich sehr, sehr viele Freunde hat und da auch einfach wahrscheinlich nicht so mit einem Schnips wegen irgendeinem Kerl, der sich hier Bachelor nennt, dann einfach sagt, okay, ciao, mein altes Leben, ich habe hier ein neues Leben. Weiß ich nicht. Bei Rebecca, das ist jetzt nur ein Gefühl von mir, kommt das eher so rüber. Es hat sich ein bisschen angefühlt wie in einem Interview. Ich bin Lehrerin und habe auch tatsächlich in Argenbühl im Allgäu mein Referendariat gemacht. Und die Jungs schauen sich so an, nicken sich zu und sagen, das ist es, das ist doch perfekt, die kennt die Gegend, unser Boy bleibt in der Hood. Ich arbeite gerade in der Unternehmensberatung. Der größte Teil ist Homeoffice tatsächlich. Ja. Also ich könnte von überall arbeiten. Man hat sich so schon gefühlt, dass man sich da jetzt voll verkaufen muss. Hat dort auch so ein paar Sprüche gerissen, ihr wisst ja selber, auch in manche Richtung einfach. Aber ich wusste halt am Anfang einfach noch nicht so einzuschätzen. Ja. Und ich find's geil, dass Lissy das jetzt so sagt. Ihr wisst doch, Jungs, der ist schon teilweise echt ein bisschen unangenehm. Und die Jungs so, ja, er ist gut zu vögeln. Ja, aber witzig, dass sie das anspricht. Und das ist, glaube ich, auch die größte Sorge, die ich auch immer habe, dass die einfach humortechnisch nicht auf einer Ebene sind. Ich könnte zum Beispiel, ich sag ja auch sehr, sehr viel dumme Sachen. Oder? Manchmal. Auf jeden Fall mache ich das natürlich auch privat, denn ich bin einfach genauso im Privaten wie hier vor der Kamera. Und wenn jemand das nicht ansatzweise lustig finden würde und immer so nachfragen würde bei meiner Ironie zum Beispiel oder meinem Sarkasmus, wie ich das denn meine, ich glaube, auf Dauer könnte ich das dann auch nicht. Dann wäre das halt einfach so, weil es halt dann nicht passt. Ich bin ganz zufrieden mit meinem Verkaufsgespräch. Ich mag es auch nicht, wenn man alles aus der Nase ziehen muss, also so... Wisst ihr, was ich meine? Ja, das muss man beim Dennis, glaube ich, nicht geben. Nee, weiß nicht, ob ich den Job bekomme. Mal schauen. Lissy ist in manchen Sachen sehr ähnlich zu Dennis, seiner Ex-Freundin. Wenn das jetzt nicht wäre, dann würden wir wahrscheinlich sagen Lissy. Ja, und das könnte ein Problem für Lissy sein, was ich jetzt auch immer gesagt habe. Wenn selbst die Jungs sagen, so ein bisschen wie die Ex, und wie werden die Jungs das meinen? Also wahrscheinlich optisch, klein, süß, brünett, so ein bisschen Pocahontas-mäßig, oder trifft das nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall klein, süß, brünett und mit den süßen Grübchen, die Grübchen weiß ich jetzt gerade nicht, aber zumindest optisch wird Lissy der Ex ähneln und es könnte halt auch sein, dass da charakterliche Parallelen sind. Vielleicht auch die Frage nach dem Humor. Ist man auf einer Ebene? Es wird noch mit einem Einzeldate heute weitergehen und Rebecca, ich würde mich freuen, wenn wir heute noch ein bisschen Zeit zusammen verbringen. Da freue ich mich auch. Yep, Rebecca bekommt das Einzelgespräch und dann sind die Mädels erstmal weg. Und Dennis möchte natürlich von den Jungs wissen, ja, was sagt ihr? Wie ist so der Stand der Dinge? Ja, Nadja ist ein super netter Mensch, ein bisschen zurückhaltend. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gemerkt hast. Ja, klar. Ich habe nur irgendwie das Bauchgefühl, dass ein bisschen was fehlt, dass sie die letzte Rose bekommt. Ja, und sie machen es hier natürlich politisch korrekt. Sie wollen einfach sagen, nee, Nadja ist es nicht. Dann geht es weiter mit Lissy. Da bin ich jetzt wirklich sehr, sehr gespannt, was sie sagen werden. Super sympathisches Mädchen. Ja. Sind gewisse Parallelen zu deiner Vergangenheit da, oder? Ja, Lissy kann jetzt vielleicht nicht immer was mit meinem Humor anfangen. Und so war es leider bei meiner letzten Partnerin auch. Oha, oha, oha. Und das ist, glaube ich, dann schon so ein Ausschlusskriterium, wird schwierig für Lissy, wenn das so ein Ding war und daran ist eben die Beziehung gescheitert und Lissy ist da schon so ein bisschen anders drauf als er. Das merkt man ja in vielen Sprüchen, wo ich dann auch schon gesagt habe, oh mein Gott, was wird die Arme denken und bla bla bla. Also ja, das sehe ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen tatsächlich. Leider, ich mag die, voll gerne. Wenn du deinen Fokus halt auf die darauf legst, für wen du dich entscheidest und nicht gegen wen, ne? Vielleicht fällt dir dann die Entscheidungen insgesamt ein bisschen leichter. Ja, natürlich. Danke Jungs, wirklich danke, dass ihr da wart. Gerne. Ich liebe euch, das wisst ihr. Ja. Viel Spaß noch. Und ich muss sagen, vielleicht seht ihr das komplett anders, aber ich fand das jetzt sehr, sehr angenehm und ich konnte mich da jetzt so ein bisschen hineinversetzen und ich glaube, das hat dir nochmal hart gestärkt, einfach so bekannte Gesichter zu sehen, vertraute Gesichter und ja, ich glaube, das war gut.
Das Gleiche bekommt jetzt wahrscheinlich auch Sebastian. Der hat ein ganz anderes Date vor. Hier geht es um Weintasting, aber leider nicht in den schönen Weinbergen, sondern zu Hause, denn es regnet gerade. Bei ihm regnet's. Wir werden nämlich heute eine kleine Weinverkostung machen. Kennt sich einer von euch denn gut mit Wein aus? Nein, ich bin ja absolut kein Weintrinker. Ich glaube, ich trinke gerne Wein. Ja, das ist schon mal sehr gut. Also die vier sind sehr unterschiedlich. Larissa und Freya haben beide ein sehr, sehr ähnliches Humorlevel irgendwie. Dann hast du eine Eva, die einfach sehr lieb ist. Dann hast du eine Kim, die immer etwas streng wirkt, aber doch irgendwie auch eine sehr weiche Seite hat. Und ich weiß gar nicht, wie er darauf kommt, dass Kim streng wirkt. Ja, und der hat schon recht, die sind alle sehr, sehr unterschiedlich und ich glaube, ich muss keine Zusammenfassung jetzt mehr machen wie bei Dennis, denn Sebastian hat hier komplett recht und hat es gut zusammengefasst. Was bei Eva halt noch eine Sache ist, die man, glaube ich, nicht außen vor lassen darf bei der Partnerwahl, ist halt schon, dass sie das immer wieder erwähnt mit dem Päckchen und dass die halt eine gewisse Unsicherheit mit sich bringt und sehr, sehr viel Bestätigung, und das ist auch so eine Sache, muss man mit umgehen können und mögen. Und das meine ich gar nicht wertend, sondern das ist einfach ein Fakt. Und ja, Leute, surprise, surprise, auch Dennis bleibt hier nicht alleine, sondern da kommen welche. Mein erster Gedanke war, okay, da haben sich irgendwie zwei verirrt oder die müssen da eben einmal kurz nur zur Toilette. Los, halt auch erstmal die Situation. Na, alles gut bei dir? Sehr, sehr überrascht. Sehr, sehr überrascht, und das hat man auch gemerkt. Also diesen Schocker, den kann man nicht spielen. Oder man erschreckt sich einfach jedes Mal gleich. Ja, Bruder und die Mama. Und die Mama, Was war das denn? Oh mein Gott, erinnert mich jetzt automatisch, weil ich es letztens gesagt habe, wieder an MILF Männer. Unabhängig davon, als ich davon gesprochen habe und gesagt habe, das Format hat mir gut gefallen, hat jemand reingeschrieben, warum hast du es da nicht weitergemacht? Ganz ehrlich, sag mal so, das Interesse an diesem Format war auf dem Channel leider nicht so gegeben, auch wenn ich das dann mag. Aber da merke, dass das eben nur wenige mit mir gucken möchten, dann ist es natürlich blöd, dann mache ich halt ein anderes Format, was halt einfach mehr Interesse bei euch erweckt. Sagen wir es mal so. Ich hoffe, das kann man verstehen. Auch wenn ich immer noch wissen möchte, was mit Disco Mami ist. Vielleicht mache ich das irgendwann nochmal. Aber weiß ich nicht. Vielleicht auf dem Zweitkanal. Vielleicht aber auch nicht. Ich mache hier keine falschen Versprechungen. Ich weiß es nicht. Philipp. Hi. Oh. Larissa, du bist wahrscheinlich der Bruder. Ne? Genau. Hi. Hallo. Philipp. Kim. Das war für mich so eine Situation, wo ich dachte, oh. Mein erster Eindruck war auf jeden Fall sehr, sehr gut von den beiden. Die Mutter fand extrem sympathisch, sehr locker. Ja, schön. Mir geht's euch zwei. Du, also mir geht's gut. Und ich find's auch sehr, sehr gut. Ich find's ein bisschen schade, dass die nicht schon vorher da waren, weil dann fühlt er sich auch viel, viel besser. Man merkt hier in der Situation, er ist überrumpelt, so ein bisschen nervös, er weiß nicht so richtig. Und ich glaube, es wäre cooler gewesen, er hätte vorher mit denen gesprochen, dann hätten die ihm so die Stärke gegeben und dann wären die Mädels gekommen. Aber ich finde es auch tatsächlich gut von der Produktion, dass hier zwei unterschiedliche Varianten gezeigt werden. Ist dann vielleicht so ein bisschen spannender und ich kann darüber reden. Wir sind mit Haien getaucht. Ja, das war richtig gut, ja. Oh, krass. Stand auf meiner Bucketlist, das war wirklich sehr, sehr gut. Heftig. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass bei den meisten Ladies auch so ein bisschen war, ach komm, und jetzt rücke ich mal so mich so ein bisschen in den Vordergrund und zeig jetzt mal, wie toll ich bin. Und das Gefühl habe ich nicht, denn es ist eigentlich gut, dann einfach drauf loszuquatschen wie Larissa. Und jetzt kann man sagen, ja, es hat auch ein bisschen was mit dem Charakter zu tun. Ja, aber es kann ja niemand einen ankreiden, dass man dann einfach so ein bisschen locker flockig spricht. Und ich glaube, bei Kim ist es eben so, dass sie halt nicht diese Selbstsicherheit hat und dann lieber urteilt über jemanden, der das macht. Und sie hat halt nur diese Selbstsicherheit im Interviewraum, um dann über andere zu sprechen. Meine Einschätzung. Und das ist meiner Meinung nach wieder so ein bisschen so ein Wacker-Charakterzug. Also das wäre ja so mein Traum gewesen, ne? Wie so einem Hollywood-Film, so ein Hai beißt in den Käfig. Und du haust ihm so auf die Nase? Ah, ja, genau, genau. Dadurch, dass ich ja so ruhig war, konnte ich das alles sehr gut beobachten. Dann beobachte mal, und wir wissen alle, wie sie beobachtet hat. Mach ich's nochmal? Komm, ihr wisst, was kommt. Das ist immer noch mein Lieblingsblick. Wer nicht versteht, was ich meine, muss die letzte Folge, das war Bachelor-Folge 7, nochmal schauen. Ah, das hat mich köstlich habe ich mich darüber amüsieren können. Mein erster Gedanke, als er reinkam bei Miniday, dachte ich mir halt schon so, boah, toller Kerl. Aber ich habe schon gehofft, dass es halt jemand ist, der auch so vielleicht ein Päckchen mit sich bringt. Weil ich halt bei mir weiß, also ich bringe so ein bisschen Schmerz mit. Ich frage mich tatsächlich, was die Mama da gerade denkt. Ob das gut für den Sohn ist oder ob sie sich lieber jemanden vorstellen könnte, der unbeschwert in eine Beziehung geht, mit einer gewissen Leichtigkeit, ohne die schweren Päckchen. Weiß ich nicht, weil sie will ja sicher das Beste für den Sohn. Aber was ist schon dann das Beste für den Sohn?
Ich glaube, Schmerz haben wir alle irgendwo ein bisschen. Aber ich glaube, ich brauche halt auch jemanden, der das dann nicht so verdrängt, sondern der bereit ist, irgendwie so zusammen da durchzugehen. Ich würde mir halt wirklich wünschen, dass da mal jemanden findet, der den da reinlässt. Er braucht, glaube ich, jemanden, der ihn viel in den Hintern tritt. Ja, und sie hat ja auch nochmal angedeutet, ja, Sebastian, mein Sohn, der hat schon auch so ein paar Probleme, sich zu öffnen. Und sie würde sich über jemanden freuen, der so ein bisschen nicht Sebastian verändern kann, aber den Sebastian dann halt auch reinlässt. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das ein gutes Gespräch war. Es war ein intensives Gespräch, sagen wir es mal so. Wisst ihr was, wir lassen euch beide mal allein. Kann man die überhaupt alleine lassen? Ja? Das weiß ich auch nicht. Ich habe zweimal getrunken, also Leute. Aber also ich werde dafür, dass ihr, also einer da, Sicherheitsabstand. Einer. Wir sind doch schon näher gekommen als das. Oh. Oha, will sie noch sagen, wie genau und was sie so gemacht haben, aber die kann man tatsächlich nicht so weit auseinandersetzen. Larissa hat ihre Brille nicht dabei. Und ihr sagt, der ist es? Er muss natürlich das von uns hören, dass wir ja sagen. Ich bin halt einfach so, wie ich bin. Man kann so humorvoll, sarkastisch mit ihm sein, aber ich habe auch das Gefühl, man hat so eine unglaubliche Tiefe irgendwie in den Gesprächen. Ich habe das Gefühl, er kann ein Stück weit von mir lernen, ich kann von ihm lernen und das finde ich halt super interessant bei einem Menschen. Kim hat schon einen sehr, sehr intensiven Blick. Die wirkt tatsächlich, gar nicht böse gemeint, aber immer sehr, sehr streng und strikt und nicht so sympathisch, warmherzig, offen. Ist gemein? Nee, aber es ist einfach ein Fakt. Sie guckt ja so. Oder würdet ihr sagen, nee, ganz im Gegenteil, die ist die Lebensfreude pur hier am Table. Auf jeden Fall ganz schön, aber ich fand es auch ein bisschen schwierig, weil man saß da dann zu zweit und der Fokus, der war dann natürlich immer eher auf eine Person gelenkt, aber ich hatte da jetzt auch gar nicht so das Bedürfnis, mich irgendwie aufzudrängen. Und die nächste, die zum Verhör geladen wird, ist eben Larissa. Und da finde ich es auch sehr, sehr interessant. Der Opener ist allein schon witzig, denn die Mama spricht Larissa auf ihr Tattoo an und schon kommt man in so einen Redefluss, der eben weit weg ist von so einem Verhör. Und das ist immer besser. Ja, ich habe ein Tattoo, aber ich bereue es tatsächlich. Echt? Ich würde mich nicht nochmal tätowieren lassen, da bin ich ganz ehrlich. Ich habe das damals gemacht, weil ich dann so, weiß ich nicht, ein bisschen verzweifelt war und mir dachte, ich brauche mal was Neues im Leben. Und dann dachte Hättest ich mir, eine neue Haarfarbe machen lassen können. Ein Tattoo auf dem Bein, was über meinen ganzen Oberschenkel, super Idee. Und dann habe ich das gemacht tatsächlich. Ah, und man merkt hier auf jeden Fall, da ist eine Connection da. Und ich glaube auch, die Mama denkt sich so, 20 Jahre zurück, die ist ein bisschen so wie ich drauf. Also die haben einen Vibe und das merkt man seit dem ersten Satz, dass da irgendwas ist. Ich finde so ein bisschen das Problem ist, jetzt wo ich bin 30, also auch jetzt mittlerweile. Doch, schon so alt. Ja, was älter. Und wenn ich halt wirklich ein schickes Kleid anhab und da guckt dieses Tattoo raus, dann fühlt sich das für mich so. Du, mach dir keine Sorgen, ab 40 trägst du ein Kleider bis hier. Sie strahlt für mich das aus, was ich mag. Mag sein, dass sie mir sehr ähnlich ist, ja, vom Naturell her. Und sage ich doch, ist natürlich die Frage, ist das auch das, was Sebastian sucht und möchte? Vielleicht aber auch nicht. Sebastian meinte, dass er auch jemand ist, der sich halt nicht gerne direkt öffnet. Hat er erzählt, dass er sich schon mal geöffnet hat? Nee. Also hast du es schon mal wirklich zugelassen? Immer mit Hintertürchen tatsächlich, ja. Und die Mama ist aber tatsächlich gut. Die stellt die Fragen, die auch irgendwie das Team von Jürgen gerne stellen würde oder beziehungsweise die sie stellen, aber Larissa antwortet dann nicht. Und bei der Mama ist es ja nochmal sowas anderes. Denn die Mama fragt jetzt hier Larissa, hast du dich denn schon mal geöffnet, also so richtig fallen lassen, jemandem? Das hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen, weil ich mag so Persönlichkeiten. Ich habe mir direkt gedacht, dass es eine Person ist, mit der ich, glaube ich, ganz gut zurechtkommen könnte. Und das kommt auch so rüber. Naja, auf jeden Fall ist der Nachmittag dann schon vorbei und Sebastian möchte jetzt natürlich von seinem Bruder und seiner Mama wissen, naja, wie schaut's denn bei euch aus? Habt ihr hier Tendenzen? Also Kim ist super nett, aber ich glaube, sie ist ein bisschen zu ruhig für dich. Freya ist schon sehr outgoing, aber das ehrlicherweise gefällt mir das auch. Die ist richtig gut, die ist richtig tough. Eva ist super lieb. Könnte sein, dass ihre Päckchen ein bisschen zu groß sind für dich. Ich glaube, Larissa ist für mich aktuell die absolute Favoritin. Boom, boom, pow. Und sehr, sehr interessant, dass das so aufgenommen wird. Aber ich glaube, es ist nicht so weit weg von dem, was Sebastian hier auch denkt. Am Ende sind sie alle in Ordnung. Egal, welche von diesen Frauen du am Ende mit nach Hause bringst, sie passen alle bei uns rein. Und das hat sie doch schon mal schön gesagt. Dann gehen wir rüber zu Dennis. Der hat ja noch ein Einzeldate mit Rebecca. Und da dürfen die Sprüche auch dementsprechend nicht fehlen. Marilyn Monroe. Ja. Es war heute leider sehr windig.
Der Wind ist heute auf meiner Seite. Ja, hast einen extra bestellt. Und Dennis geht immer so runter und pustet selbst noch mit, um eine bessere Perspektive auf das schwebende Kleid zu bekommen. Wie geht's dir denn so bezüglich deinen Emotionen gerade? Beim letzten Mal, als wir bei der Nacht der Rosen gesprochen haben, da hast du mal dann so unterbewusst gesagt, ja, nee, von den Emotionen, da dauert es eigentlich auch noch ein bisschen bei mir. Also da ist noch alles fein und alles gut. Kannst dich gerade dann doch noch nicht so drauf einlassen oder habe ich es doch ein bisschen falsch eingeschätzt? Ah, und wir gehen halt gerade auf das Finale zu, mit mehr oder weniger großen Schritten. Aber er möchte jetzt natürlich hören, was sie immer alle hören möchten. Ja, es ist so ein bisschen Crush und ich merke das auch. Feelings sind da. Das möchte er hören. Ich bin jetzt nicht verliebt. Das dauert schon ein bisschen. Das ist ja völlig fein. Ja, und es ist völlig fein, aber ich glaube, er hätte sich das irgendwie anders gewünscht. Vielleicht nicht so hart. Es ist ja schon hart formuliert. Also verliebt bin ich nicht, auf gar keinen Fall. Auch wenn man natürlich dann sagt und als Zuschauer auch weiß, dazu braucht es ein bisschen mehr als hier 5 Folgen Bachelor oder 5 Wochen oder wie viele Tage auch immer. Klar, ist ja verständlich, aber ich glaube, der hat gern was anderes gehört. Die Einschätzung von Rebecca war ehrlich, aber war vielleicht jetzt auch nicht unbedingt genau das, was ich hören wollte. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ja langfristig halt auch funktionieren könnte. Hoffentlich drückst du da nicht irgendwie eine emotionale Bremse, weil du irgendwie Angst hast, verletzt werden zu können. Ach so, nein. Dass da so eine innere Schutzmauer einfach noch zu stabil ist, wo du dir dann denkst, okay, ja, bis hierhin und nicht weiter. Ah, auch interessant, aber noch spannender, dass sie sagt, nee, das ist es nicht. Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn du da mitmachst, dann ist es ja wirklich so, das sagen ja auch sehr viele Kandidatinnen, ja gut, so richtig fallen lassen, bis zum Ende möchte ich mich nicht, weil das ist ja richtig blöd, dann bist du im Finale, bekommst halt nicht die Rose, deswegen lasse ich mich da gar nicht drauf ein. Das war jetzt das, was er gemeint hat, aber sie hat eigentlich relativ locker und entspannt gesagt, nö, das ist es nicht, ganz entspannt, easy. Aber ist das auch eine Schutzmauer? Oder sieht die das einfach so locker? Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das tatsächlich einfach so locker sieht, aber dann ist sie halt wirklich nicht so into it. Und ihr ist egal, oder? Interpretiere ich zu viel rein? Vielleicht. Also von meiner Seite sind da schon, ja, ist da schon sehr viel Anziehung da. Normalerweise, denke ich mal, wären wir uns vielleicht auch schon näher gekommen. Oha, oha, und ist das nicht wie Musik in Dennis' Ohren? Von was sprichst du jetzt? Also mal ein bisschen baff. Ich wäre am liebsten mal mit ihm unbeobachtet. Eieiei. Ich finde es schon auch wichtig, miteinander zu schlafen. Glänze ich eigentlich, ich schwitz wie nochmal was. Mit Anfassen zum Beispiel. Vögeln. Und haben wir das schon mal gehört, dass eine Kandidatin so offensiv gesagt hat, ja, also ich werde ihn auf jeden Fall weghauen. Also ist mir völlig egal, weil das ist mir wichtig und ich kaufe hier doch nicht die Katze im Sack. Und ich glaube, das Einzige, was sich Dennis jetzt denkt, ja, zu den Dreamdates kommt sie auf jeden Fall mit. Übernachtungsdate, gar kein Problem. Ja, 100% wird so laufen. Also sie wird bestimmt hier nicht rausgeschmissen heute. Die Emotion, die kommt irgendwie immer, wenn ich mit dir beieinander bin. Schön. Freut mich. Und dann sagt er so, ja, und wenn du die Emotionen sehen möchtest, schau mal runter auf meine Hose. Da unangenehm. Es ist nicht rein körperlich. Also das ist schon mehr mittlerweile. Ich hab's dir ja schon mal gesagt, das fühlt sich irgendwie immer so wahnsinnig richtig an. Und sie fummelt und sie toucht und wir sehen hier nur die eine Hand und ich weiß nicht, was die andere Hand da macht. Auf jeden Fall, ich freue mich auf das Dreamdate für Dennis. Eieieiei. Wir schauen wieder rüber zu Sebastian. Der hat sich Eva ausgesucht für ein Einzeldate. Jetzt im Anschluss zum Weintasting. Und da bin ich jetzt auch gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube, dass ich Eva schon sehr weit hinter meine Mauer abgehen lassen. Und sie auch immer noch weitergehen lassen würde. Also deine Mama ist ja auch, würde ich sagen, eine recht offene Person. Also so ein bisschen anders als du, würde ich sagen. Und das ist bei mir schon so ein bisschen was ich mir auch beim letzten Date gedacht habe mit diesem Heiler. Ich finde, dass du auf einmal so, also wie als wäre noch mal so ein bisschen so eine Hülle von dir gefallen, wo ich so das Gefühl habe, dass du sehr krampfhaft versuchst, die halt aufrechtzuhalten. Props an Eva.
die sagt, was sie denkt. Und ich glaube, das ist auch das Beste, was du machen kannst bei so einem Dating-Prozess. Zumindest ist es einfach ehrlich, ob er damit klarkommt oder nicht. Aber ich glaube, ihn begeistert das, dass jemand einfach so kommunizieren kann. Einfach das sagt, was er denkt, dann spricht man darüber, dann ist es geklärt. Keiner frisst hier irgendwas in sich hinein und dann werden die Sachen nicht geklärt. Und das ist natürlich eine tolle Eigenschaft. Sie trägt ihr Herz auf der Zunge und das ist wahnsinnig hilfreich. Verletzlich vielleicht gefühlt hast, du jetzt nicht unbedingt so meine Blicke gesucht hast, sondern vielleicht so auch eher die von jemand anderem, was ja auch gar nicht schlimm ist. Da kannst du jetzt erstmal drüber nachdenken. Musst du auch nicht drauf antworten. Ist doch keine, also. Der braucht ein bisschen. Also sie sagt, als er sich so verletzlich gezeigt hat, übrigens hat sie da in dem Interview gesagt, irgendwie war das auch so sexy. Es ist absurd, dass ich das sage, aber als er da so saß und seine Gefühle gezeigt hat, fand sie gut. Wie gesagt, sie trägt das Herz auf der Zunge. Und ja, da meint sie, dass er wahrscheinlich die Blicke von Larissa gesucht hat. Würde ich jetzt spekulieren. Das war einfach, ich habe so meinen Blick irgendwie einfach schweifen lassen, unbewusst auch. Ich zumindest schon mal noch einen Kuss. Du bekommst so mehr als einen Kuss. Ja, ich habe einen jetzt. Das war einfach ein sehr schöner Moment und da ist natürlich auch eine Anziehung da. Und wenn sie bei mir am Abend drin liegt, dann ist das einfach ein schönes Gefühl, ja, weil sie sich wohlfühlt und ich merke, dass sie sich wohlfühlt. Und deswegen fühle ich mich auch wohl. Ja, und das merkt man. Also er schlüpft gerne in die Rolle, sozusagen sich um die Frau zu kümmern und ihr dieses Gefühl zu geben. Ja, knistern auf jeden Fall und vielleicht auch schon ein bisschen verguckt. Oha, haben wir das richtig gehört? Er hat gesagt, er hat sich ein bisschen verguckt in Eva. Naja, die Nacht der Rosen beginnt, das bedeutet die letzten Gespräche vor einer wichtigen Entscheidung, denn nach dieser Folge geht's dann auf die Dream Dates. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ein bisschen aufgeregt vor der Entscheidung heute Abend. So spannend wie heute war es noch nie. Ich finde halt dadurch, dass er so früh mit dem Küssen angefangen hat, kommt man jetzt so nicht mehr weiter. Das ist so das E-Tipp. Genau, meinst du, so oder man, das, genau, oder für alles, was man jetzt vor Kamera machen kann. Ja, weil man kann ja jetzt nicht. Was ist denn heute mit Rebecca los? Ein bisschen needy hier. Ja, jetzt haben wir schon so rumgeknutscht, aber ich will das auch ein bisschen steigern, damit ich da irgendwie in den Gunsten so nach oben komme. Und eigentlich haben wir jetzt schon alles gemacht, was man so vor der Kamera machen kann. Das sind gerade ihre Worte. Ist auch mal interessant so zu hören. So, Rebecca, habt ihr euch eigentlich geküsst, als wir da mit dem San Goma... Ach so, ja, hast du das gesehen? Nein, habt ihr schon geküsst? Wir haben es auch geküsst. Ja. Ach ja, stimmt, der hat mit dir vorher geredet. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja, hätte ich mir schon denken können, also... Und ich glaube, Nadja findet es nicht so cool. Die ist da, glaube ich, mehr into it als Rebecca. Aber vielleicht ist das auch einfach so ein Charakterding und du weißt, auf was du dich hier eingelassen hast und Rebecca weiß es zu 100% und deswegen geht die da so komplett chillig mit um. Ich finde es tatsächlich gerade alles mega komisch, weil wir seitdem Einzeldate nicht mehr gesprochen haben. Deswegen hatte ich mir auch heute wieder... Das habe ich gemerkt. Ja, deswegen habe ich auch heute mir gleich wieder auf die Fahne geschrieben, okay, also mit Kim sprichst du auf jeden Fall. Das glaube ich dir jetzt mal. Nee, hat mich gar nicht abgeholt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sie holt mich gar nicht ab, denn immer geht es um irgendwelche Vorwürfe und so. Und da hätte ich gar keinen Bock drauf. Also wäre so für mich so... Nee. Wir haben sehr viel Gutes über dich gesagt. Du bist tatsächlich auch meiner vergangenen Freundin ein bisschen ähnlich. Echt? Oh Mann, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich eine Frau alles andere als cool findet. Aber du bist das kannst komplett... du doch noch gar nicht so nein, ach, 100% beurteilen. Nein, du bist komplett du und sie ist sie und das ist alles fein. Oh, und das ist schon so eine Sache, ich glaube, als Frau mit der Ex-Freundin verglichen zu werden und das in Wort und Schrift und hier festgehalten auf Videoband, ich glaube, das kommt nie so gut. Denn man weiß natürlich auch, ja, okay, vielleicht entspreche ich dieser Person optisch, aber charakterlich hat es ja offensichtlich nicht gepasst. Aber ich bin ja nicht seine Ex-Freundin. Meinst du, du würdest wirklich auf Dauer mit meinem Humor klarkommen? Boom, Chakalaka. Sehr wichtige und sehr richtige Frage. Ja, gut, dass er sie stellt. Bin gespannt, was sie sagt. Also das, was wir jetzt zusammen hatten, fand ich sehr, sehr schön und kompatibel. Auch was wir gelacht haben und... Wenn sie ehrlich war, schön. Wenn sie es nur gesagt hat, um mir ein besseres Gefühl zu geben, dann war es natürlich schlecht. Ist so ein 50-50-Ding, denn ich glaube, die sind nicht so kompatibel. Und allein, dass sie das gesagt hat in der Antwort mit kompatibel, ist halt nicht dieser lockere Umgang, für den halt Dennis steht. Muss man nicht mögen, kann man mögen, aber es geht jetzt darum, auch für ihn eine Person zu finden, die zu ihm passt. Und vielleicht passt es dann halt auch nicht so richtig. Vielleicht ist Lissy zu ernst. Süß, aber zu ernst.
Nein, also ich bin natürlich schon maximal aufgeregt für nachher, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ja die ganze Zeit in meinem Kopf arbeite und denke so, ah, was kann ich machen? Im Endeffekt musst du, glaube ich, auch ein bisschen auf dein Bauchgefühl hören, ne? Lass dir das von jemandem gesagt sein, der auch nur sehr verkopft denkt. Und auch das ist clever. Sie stellt sich auf eine Ebene und gibt ihm einen Tipp, wie er mit der Situation umgehen soll. Sie macht vieles richtig und wenn sie einfach so ist, dann perfekt. Wenn sie es durchgedribbelt hat wie Messi und sie berechnet es, ich beziehe mich auf die Situation, die ich vorhin angesprochen habe, wo keine Kameras waren, dann ist es auch, dann wird das, weiß ich nicht, wie es für Sebastian hier enden wird. Naja, auf jeden Fall endet die Folge mit der Rosenübergabe und zwei Mädels bekommen keine. Surprise, surprise? Ist es surprise, surprise? Dann gibt es noch so auch was. Ja, ich bin schon mit so einer Verunsicherung irgendwie reingegangen. Hey. Hi. Ich wünsche dir das Beste. Das wünsche ich dir auch. Danke für die schöne Zeit. Und ja, natürlich ist man traurig, klar. Aber Löbbe geht weiter. Das war's mit dieser Folge. Was sagt ihr? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich wünsche euch nur das Beste. Wir sehen uns schon bald wieder, wenn es heißt Here we go again. Ciao.